Hey, herzlich willkommen zurück zum ersten Video seit Ewigkeiten. Ich habe was Neues vorbereitet für euch, beziehungsweise wir, und zwar eine neue Gen 8 Liga namens Pokémania. Season 1 Royal Knights. Aber was ist überhaupt eine Draft Liga? In der Draft Liga könnt ihr Dinge draften wie dieses Monda. Oder die da oben. Die so schön von rechts nach links fliegen. Oder ihr draftet einfach irgendwas Sinnvolles. Was Starkes. Was Cooles. Und zwar 12 Mons. Oder auch erstmal nur 8. Aber es werden 12. Ja! Und dann werdet ihr der König der Welt! Nee, ernsthaft. Was ist die Pokémania und wieso erst 8 und dann 12 Pokémon? Die Pokémania ist eine teambasierte Draft-Liga, bei der man sich mit zwei weiteren netten oder unnetten Menschen zusammentut, um sich an einer, meines Wissensstandes nach, so bisher noch nicht dagewesene Generation 8-Liga zu versuchen. Und wenn man dann Teilnehmer geworden ist, passieren erstmal zwei Dinge. Zum einen erhält das Team 1800 Coins als gemeinsamen Etat für das Draften von drei Kadern. Wie die Aufteilung dieser Coins in welchen Kader fließt, ist jedem Team völlig selbst überlassen. Dieser Wert kann beeinflusst werden von der Wahl des Champions. Champion ist hier stellvertretend für ein Signaturmon, das am Anfang des Draftes gewählt werden muss und sich aufteilt in 15 Champions, die im normalen Draftpool so nicht mehr zu finden sind, nach jeweils 5 Stärke und Kostengraden aufgeteilt. Danach draftet man sich 7 weitere Mons. Also insgesamt, mathematisches Genie, das ich bin, 8 Mods. Und mit diesen geht es in Spieltag 1. Spieltage bestehen aus 3 Turnieren mit jeweils leicht veränderten Regelwerken. Auf diese Turniere können sich die Teilnehmer der Teams selbst zuteilen. Ein Team hat 3 Teilnehmer, ein Spieltag hat 3 Turniere, bedeutet, ein Team muss einen Vertreter in jedes Turnier schicken. Wer aber in welches Turnier geht, weil man sich im Draft schon auf genau diesen Modifikator vorbereitet hat zum Beispiel, ist dem Team selbst überlassen. Das sind Modifikationen wie zum Beispiel Choice Items. Normalerweise hat eigentlich jede Liga, die ich kenne, die Regel, Items dürfen nicht doppelt benutzt werden. Der Modifikator Choice Item hebt diese Regel außer Kraft, geht sogar noch ein bisschen weiter und verpflichtet jedes Mon dazu, ein Choice Item zu tragen. Man muss sich also immer auf eine Attacke locken und hat dementsprechend ein völlig neues Spielerlebnis. Nach jedem Spieltag müssen 2 weitere Mons getraftet werden. Damit das ein jeder Teilnehmer auch so machen kann, kriegt jedes Team erst einmal ein Minimum eines Betrages, um ein Minimum an notwendigen Mons zu gewährleisten. Natürlich kann man diese Coin-Anzahl auch erhöhen. Und zwar wie folgt. Ein jeder Kill, der im Turnier erfolgt, bringt der Teamkasse 10 weitere Coins ein. Es geht also, jedenfalls in den ersten Spieltagen, überhaupt nicht um Gewinn oder Verlieren, sondern schlicht um erzielte Kills. Nicht ganz unrelevant zu wissen ist, dass zum Beispiel Kills durch Finale, Explosionen, Lunartanz, Memento Mori and so on nicht als Kill für den Gegner zählen und somit man quasi das Gold ein bisschen denyen kann. Im Laufe des Turniers folgen weitere Modifikatoren, zum Beispiel der Würfelmod. Würfelmod bedeutet, dass die Mons, die mitgenommen werden, ausgewürfelt werden, man also einen Random-Kampf bestreitet. Doppelkampf sollte sich wahrscheinlich von selbst erklären, ein All-Weather-Mod wahrscheinlich eher nicht. All-Weather-Mod bedeutet, dass immer ein Wettereffekt vorherrschen muss, bevor man etwas anderes außer ein Wettereffekt, ein Regentanz, Sonnentanz, Hagel etc. etc. drücken darf. Irgendwann hat man dann seine 12 Mons voll. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits festgelegt, welches Team gegen wen in den Playoffs ran muss. Infolgedessen gibt es noch ein Redraft-Turnier zur Vorbereitung. Man erhält zwar weiterhin den Grundbetrag an Coins, um seinen Kader verbessern zu können, es geht hier allerdings nicht mehr um die Kills, um seine Situation zu verbessern, sondern um die Siege. Das erste Mal, dass die Siege wirklich relevant sind, und zwar
erhält jedes Team ohnehin 2 Redraft-Plätze, die es einem ermöglichen, seine Mons noch einmal auszutauschen. Und mit jedem Sieg, den man in diesem Turnier einfährt, erhöht sich dieser Draft-Slot um jeweils 1. Man kann es also schaffen, bis zu 5 Mons zu redraften. Die Playoffs selbst erfinden das Rad auch nicht unbedingt neu, fügen nur einen kleinen strategischen Bonus hinzu. Und zwar werden die Modifikatoren der ersten beiden Turniere von Team 1 und Team 2 selbst ausgewählt. Der dritte Mod wird dann einfach wieder von uns festgelegt und die Gewinner der Schlachtfelder, also diese Halbfinale, ziehen ins Finale ein, um dort einen Pokal und jede Menge Ehre zu gewinnen. Das war jetzt eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung dieser Liga. Ich versuche es in dem Video auch nicht großartig kompliziert werden zu lassen. Wenn das nach etwas klingt, wo ihr Bock habt, teilzunehmen, dann bitte fühlt euch eingeladen. Den Discord-Link findet ihr unten in der Beschreibung und ich hoffe, einige von euch dort zu sehen. Ja, tschüss, ne?